Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Blumenkohl mit Eiern, mit Rührei. Nun, die Lichtverhältnisse sind präpariert und der lecker Blumenkohl am Köcheln. Ich nehme einen Teil raus. Und stelle die Pfanne auf 2. So, der Blumenkohl müsste in einigen Minuten fertig sein. Noch ein Test. So, der Blumenkohl ist noch etwas hart und wartet auf Erweichung.
Pfanne ist hoch. Die Pfanne ist hoch. Nochmal. Ein Test. Schmeckt noch ein bisschen hart. Das könnte hinhauen. So, der Blumenkohl wird jetzt in das Sieb getan und in die Pfanne kommt jetzt ein großes Stück Butter. Das in wenigen Sekunden zerschmilzt. Messer und Gabel. Das jetzt gleich in das Wohnzimmer getragen wird. Es wird ein Test. So, die Butter nun zerschmolzen und der Blumenkohl springt hinein. Was machst du? Ja. So, meine Damen und Herren, Sie können sehen, der Blumenkohl nun
habe ich schon keine mit drin. Ja? Hm. So. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, zu vorgerückter Stunde nun der Blumenkohl. Ja. Noch einmal zur Anschaulichung. Der Blumenkohl. Langsam aber sicher kann das Omelett auf den Blumenkohl verteilt werden. Noch ein paar Töpfe in das Waschbecken und mache eine andere Flamme an, mit der Hoffnung, dass sie stärker ist. Ja, ein Erfolgserlebnis, denn die stärkere Flamme bringt den Blumenkohl mit Eiern Omelett doch erstmal in Fahrt. Schatz, kommt gleich. So.
teile sie erstmal aus. Ja, wir haben den 10. September 2024. 10. September 2024. Dienstag. Der Tag war alles in allem neblig, betrübt, grau in grau. Doch ein Lichtblick. Ein Lichtblick, denn sie und Mann und ich und er und sie und wir können erkennen, dass der eiergelbbraune Blumenkohl sich in einer Minute dem Ende nähert. Ja, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Lecker. So. Guten Appetit!